Oh, wie schön ist Panama. Vermutlich ein Spruch, der einem als einziges einfällt, wenn man an Panama denkt. Heute möchte ich euch aber etwas mehr über die República de Panama erzählen, die sich 2018 das erste Mal für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Der kuriose und lange Weg dahinter kann und sollte Hoffnung für alle kleinen Nationalmannschaften machen, die sich eventuell auch irgendwann das Debüt bei einer WM erträumen. Beginnen wir mit einigen allgemeinen Dingen. Wo liegt das schöne Panama eigentlich? In Zentralamerika, um genau zu sein, zwischen Costa Rica und Kolumbien, die ebenfalls für den World Cup in Russland qualifiziert sind, allerdings beide nicht zum ersten Mal. Das erste Länderspiel bestritt Panama am 2. Februar 1938 gegen Venezuela in Panama-Stadt. Genau dort, wo auch heute noch die wichtigsten Heimspiele der Los Canalleros ausgetragen werden. Sie konnten sogar mit 3:1 erfolgreich vom Platz ziehen. Nur 14 Tage später kassierten sie allerdings am selben Ort die höchste Niederlage der eigenen Geschichte. 0:11 gegen Costa Rica. Fast 9 Jahre später feierten sie gegen Puerto Rico in Kolumbien den torreichsten Erfolg. Mit 12:1 konnten sie vom Feld ziehen. Ab 1970 läuft das Team im nach nationaler Legende benannten Estadio Rommel Fernández auf. Rekordspieler ist Gabriel Gomez mit 142 Auftritten in der Nationalelf und Rekordtorschütze Luis Tejada mit immerhin 43 Toren. Beide sind aktiv und werden bei der anstehenden WM dabei sein. Die internationalen Erfolge von den auch La Marea Roja genannten Panamäern belief sich auf 7 Qualifikationen zum nord- und zentralamerikanischen Meisterschaftskampf, bei der sie 2005 und 2013 sogar jeweils zweiter Platz werden konnten. Außerdem der Spielberechtigung zur Copa America Centenario 2016, einem Jubiläumswettbewerb anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Copa America. Dort konnten sie allerdings nicht einmal die Vorrunde überstehen. Dennoch war die Teilnahme bereits ein Erfolg und bestätigte das Aufstreben von Panamas Fußballnationalmannschaft in den letzten Jahren. Lange Zeit konnten sie sich nicht einmal in der ersten Runde der Qualifikation zur WM beweisen, sodass sie von 1978 bis 1994 fast ausschließlich in der allerersten Qualifikationsrunde zurückblieben. Die anschließenden Jahre ab 1998 und insbesondere ab 2002 verliefen deutlich besser, wo sie es bis 2014 sogar zweimal in die vierte Runde der Qualifikation schafften, aber auch dort unter anderem an den USA und Mexiko scheiterten. Doch die Qualifikation zur WM 2018 sollte anders verlaufen. Sie mussten erst in der vierten Runde der Qualifikation einsteigen und setzten sich als Zweitplatzierter gemeinsam mit Costa Rica gegen Haiti und Jamaika durch. In der fünften und letztendlich für Panama entscheidenden Runde trafen sie in der Gruppe auf Honduras, Mexiko, Trinidad und Tobago, die USA und eben auch Costa Rica. Die Aussichten der Elf von Hernan Dario Gomez sahen vor dem letzten, alles entscheidenden Spieltag alles andere als rosig aus. Sie waren dazu verpflichtet, gegen bereits qualifizierte Costa Ricaner zu gewinnen und nebenbei auf Aussetzer aus Honduras und besonders der USA zu hoffen. Die White Stripes blamierten sich tatsächlich beim Tabellenletzten aus Trinidad und Tobago mit 2:1, wodurch das Wunder zum Greifen nahe schien. Zunächst sah es allerdings schlecht aus, da Costa Rica in der 36. Minute das 0:1 erzielen konnte. Doch in der 52. Spielminute geschah dann der absolute Wahnsinn. Gabriel Torres erzielte ein vermeintliches Tor. Wie man sieht, überschritt der Ball die Linie nicht mal ansatzweise, weswegen der Treffer niemals hätte zählen dürfen. Sie schnupperten also wieder Hoffnung und erzielten dann tatsächlich in der vorletzten Spielminute das 2:1 zum erlösenden Einzug nach Russland. Honduras konnte man letztendlich lediglich durch das bessere Torverhältnis hinter sich lassen und das Wunder war perfekt. Gabriel und Roman Torres schossen sich so in alle Geschichtsbücher, mindestens in die von Panama, aber sicherlich auch darüber hinaus. Bei der WM in Russland sind sie der krasse Außenseiter mit Belgien, Tunesien und England in der Gruppe. Aber hey, wer hätte damit gerechnet, dass die USA in der Quali-Phase hinter Panama bleiben würde? Sicherlich niemand. Und diese nicht bestehende Chance möchten sie so gut es geht auch bei der WM nutzen. Aber alleine die Teilnahme beweist, im Fußball ist eben doch alles möglich, wie auch immer das Ganze entsteht. Das war mein Video zum Wunder von Panama. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. In der Videobeschreibung ist noch der Link zum WM-Tippspiel zu finden, an dem ihr gerne und natürlich völlig umsonst teilnehmen könnt. Für den Sieger springt am Ende des Turniers eventuell sogar noch ein netter Preis heraus, aber dazu dann auch später mehr. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Unterstützung und das freundliche Zusehen. Wir sehen uns spätestens bei den Prognosen der WM, wobei vermutlich auch noch ein Video vorher über eure Bildschirme flackern wird. Nun denn, danke fürs Zusehen und ciao.